Freunde, herzlich willkommen zusammen zu einer sehr, sehr genialen Mod-Vorstellung. Und zwar geht es um das Thema Bauen. Und hier kann man ja zoomen, ganz weit raus und ganz nah ran. War seither nie möglich. Und jetzt gibt es hier zusätzliche Einstellungen, dass man wirklich extrem nah ranzoomen kann und wirklich die kleinsten Details platzieren kann. Eine Mod, die wirklich schon von vielen sehr, sehr lange erwartet wurde. Und bevor ich euch die Details weiter zeige, herzlichen Dank an Axel. Dankeschön fürs Bereitstellen der Mod. Link zur Mod packe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung rein. Holt sie euch, verfügbar für PC und Mac. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Mod. Ja, was muss man alles beachten? Was kann man mitmachen? Ja, gehen wir mal rein, zum Beispiel zu Dekorationen. Gibt es ja irgendwie auch ganz kleine Lämpchen, so, und ich kann jetzt wirklich richtig, richtig nah ranzoomen, so nah, dass ich teilweise die Lampe schon gar nicht mehr richtig sehe und kann die dann hier wirklich schön platzieren, exakt an der Position, wo ich sie brauche. Muss natürlich hier so ein bisschen ausprobieren, dass wir da auch richtig hinkommen. Genau, das hier war seither so das Kleinste, was ging. Und ich glaube, das war so das Weiteste. Und wenn ihr jetzt hier gesehen habt, wenn ihr hier irgendwie eine große Halle bauen wollt oder so, oder einen großen Kuhstall, na, das ist schon schwierig hier jetzt zu sehen, ne? Welche Ausmaße der hat, dass der hat. Da kann ich noch weiter weg, noch weiter weg, noch weiter weg, noch weiter weg. Sonst gibt eigentlich kein Gebäude aus meiner Sicht, was irgendwie von der Größe her so groß ist, dass ich das in dieser Ansicht hier nicht platzieren könnte. Es gibt sogar noch eine Stufe mehr, die ich weg kann. Ja, nee, sogar zwei noch. Aber in den Stufen sehe ich dann sogar mein Gebäude, was ich jetzt gerade platzieren will, schon gar nicht mehr. Nur noch direkt unter mir. Sobald ich hier ein bisschen in die Entfernung gehe, sehe ich es dann schon gar nicht mehr. So weit können wir da jetzt rauszoomen. Und das sollte euch auf alle Fälle helfen, dass ihr hier zukünftig viel, viel präziser alles platzieren könnt. Ja, okay, für das habe ich jetzt zu wenig Geld, ist mir schon klar. Beispiel hier unten. Klar, das Problem, dass es hin und her springt, das haben wir immer noch. Warte, nicht doch so muss es hin. Machen wir es im Zuckerrübenfeld, kleine Wiese. So. Kann man das Dach wirklich wunderbar platzieren. Also, ich freue mich mega. Vielen Dank nochmal an den Modder. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Mod. Mehr bleibt mir auch nicht zu sagen. Mehr Magie hat die Mod auch nicht. Ihr habt selber gesehen, wie weit wir damit jetzt wirklich wegkommen. Wie viel das wir da auf einmal sehen können. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.